unsere innere Stimme, wenn wir uns auf unser Herz und unseren Bauch verlassen, liegen wir in der Regel richtig. Leider ist es häufig so, dass Entscheidungen sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben können. Wenn wir auf unsere innere Stimme hören und unserem Bauchgefühl vertrauen, dann können wir Entscheidungen fällen, zu denen wir ohne Wenn und Aber stehen. Zum Beispiel, wenn wir anderen Grenzen setzen, kann dies auch bedeuten, dass wir von denen unter Druck gesetzt werden und sich manche vielleicht lieblos uns gegenüber verhalten. Wir sollten akzeptieren, dass die meisten Entscheidungen auch negative Begleiterscheinungen haben können. Wir können manchmal nicht alles haben. Manchmal müssen wir auch auf etwas verzichten. Manchmal liegen wir allerdings auch falsch und wir müssen uns neu entscheiden. Wir müssen neu überdenken und Dinge in unsere Überlegungen mit einbeziehen, die wir vielleicht nicht bedacht haben oder nicht ausreichend bedacht haben. Unsere innere Stimme. Wenn wir uns auf unser Herz und unseren Bauch verlassen, liegen wir in der Regel richtig. Leider ist es häufig so, dass Entscheidungen sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben können. Wenn wir auf unsere innere Stimme hören und unserem Bauchgefühl vertrauen, dann können wir Entscheidungen fällen, zu denen wir ohne Wenn und Aber stehen. Zum Beispiel, wenn wir anderen Grenzen setzen, kann dies auch bedeuten, dass wir von denen unter Druck gesetzt werden und sich manche vielleicht lieblos uns gegenüber verhalten. Wir sollten akzeptieren, dass die meisten Entscheidungen auch negative Begleiterscheinungen haben können. Wir können manchmal nicht alles haben. Manchmal müssen wir auch auf etwas verzichten. Manchmal liegen wir allerdings auch falsch und wir müssen uns neu entscheiden. Wir müssen neu überdenken und Dinge in unsere Überlegungen mit einbeziehen, die wir vielleicht nicht bedacht haben oder nicht ausreichend bedacht haben.